Es gibt eine Regel, dass die Größe von Computern jeweils um das Zehnfache abnimmt, während die Rechenleistung jeweils um mehr als das Zehnfache ansteigt. Und zwar in einem sehr kurzen Zeitraum. Ja, das ist eine Regel. Ein empirisches Gesetz, das der Mitbegründer der Intel Corporation, die wie viel? 90% des Hardware-Weltmarkts beherrscht, 1965 aufgestellt hat, als die Firma gerade in der Wiege lag und als wir Heidegger lasen und so Zeug. Und dieser Kontrast ist meine Biografie. Und ich musste das einholen, was Gordon Moore 1965 so wahr wie prophetisch gesagt hat. Niemand kann darauf wetten, dass das ewig so geht. Das ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Irgendwann wird es eine Sattelkurve geben, auch bei dieser aus Kieselstein letztlich gemachten Intelligenz. Also bis jetzt sind alle technischen Entwicklungen wahnsinnig schnell hochgefahren. Auch die griechische Schrift hat sich explosiv in 50 Jahren über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Oder Computer sind in 40, oder der PC stammt von 1980 und ist heute im letzten Dorf und in der letzten Kampfsituation eines amerikanischen Elitesoldaten in Afghanistan und hat keine 20 Jahre gebraucht, wegen dieser Steigerung. Und dann gibt es diese Sprünge, dass etwas zum Beispiel zur Nanotechnologie hin, ja, dann nochmal sozusagen wie in einen Abgrund springt, ja, und von dort aus nochmal neu kommt, ja, und zum Kosmos hin, auch in den letzten 10 Jahren, ja, gibt es dort Erkenntnisse, neue Fernrohre, ja, die man nie für möglich gehalten hat. Wovon ich immer träume und was die Leute nicht hören wollen, weil sie immer glauben, dass die Technik und die Wissenschaft nur Werkzeug ist für die Leute auf der Straße gemacht, was ein lächerliches Gerücht ist, aber den Leuten halt offenbar in der Schule immer weiß gemacht wird, damit sie das aushalten, ihre Technisierung und die Technisierung der Räume, in denen wir uns durchschlagen müssen. Also wovon ich dagegen träume, ist, dass die Maschinen, vor allem die jetzigen, die intelligenten Maschinen, seit Alan Turing sie 1936 im Geist erfunden hat, dass die gar nicht für uns Menschen so sehr sind, wir sind viel zu grob sozusagen gebaut, sondern dass sich da die Natur, dieser leuchtende, erkennende Teil der Natur mit sich selbst rückkoppelt. Computer werden deshalb immer schneller als Maschinen, nicht als Software, weil jeder Fortschritt in der Computertechnologie es erlaubt, feinere Strukturen in der Materie festzustellen, kristalline Strukturen, Quantenstrukturen. Mit Computern erforschen wir auf der kleinsten denkbaren Ebene, auf der Ebene, wo Heisenberg physikalisch einst ankam, die Natur. Und die Natur sagt wieder diesen Festkörperphysikern, die das machen, wie sie ihre Computer noch kleiner und eleganter und schneller machen können. Und dann entstehen neue schnelle Computer, die tauchen wieder tiefer in die dunkle Materie ein und finden dort noch mehr. Und diese Rückkopplungsschleife erlaubt es zum Beispiel, dass unsere Kultur die einzige ist, die weiß, ob am Wochenende die Sonne scheint oder nicht mit 95% oder 90% Wahrscheinlichkeit. Alle anderen Kulturen mussten die Wettergötter dafür anrufen. Computer möchte mit Computer kommunizieren. Und Informationshunger. Ja, und all diese... Faustisches Begehren, ja, steckt eigentlich in diesen kleinen Chips. Ja. Ja, sind neugierig. Und all diese netten kleinen Literaturhäuser in Deutschland und anderswo, die dann Veranstaltungen machen, was jetzt das Internet wohl für die Literatur bringt, sind einfach Placebo-Pillen. Das heißt... Also weil das Netz dazu da ist, dass Computer mit Computer verschaltet werden, an denen auch Tastaturen und Benutzer angeschlossen sein können, aber nicht müssen. Das sind ja keine Maschinen, so wie Sie sie beschreiben, sondern es ist eine Geisterwelt. Geisterwelt besonderer Art. Und es ist nicht nur tote Arbeit im Sinne von Marx, dass, wenn Sie in eine Maschine hineinschneiden, das Blut der Arbeiter, die gebaut haben, herausfließt. Sagt das Marx? Ja. Sondern Sie gehen weiter, Sie sagen, es gibt auch ein Leben, das gar nicht von Menschen herkommt, ja? Das amalgamiert ist, ja? Mit menschlichem Begehren. Das Leben des Geistes nannte das Hegel und hat es als erster schon große Schwierigkeiten, den Menschen noch dazu zu denken, zu diesem absoluten Geist, wie der sich dann wieder verfleischt und vernatürlicht und inkarniert, weil er eigentlich schon in der Phänomenologie des Geistes reingedacht werden konnte. Und jetzt ist das eben auf eine mathematische Weise geschehen. Die Mathematik hat sich mit der Physik, mit der Quantenphysik verheiratet und Hegel stellte sich immer noch vor, die Philosophie würde sich mit dem menschlichen Geist verheiraten, also mit unserem Philosophen. Es gibt ja den Satz, die Kausalketten marschieren getrennt und schlagen vereint. Und Sie haben hier einen Gegensatz beschrieben zwischen dem, was in Peenemünde geforscht worden ist und was die Amerikaner, ja, in der Wüste entwickelten. Ja.
Das wollen wir ein bisschen erzählen jetzt, gut. Ja. Also das geht um die Rakete, die Flüssigstoffrakete, also die Van der Waals, wenn Sie mir erlauben, die eben mit Säften arbeitet und nicht mit Pulvern wie die alten chinesischen oder auch britischen Raketen. Einerseits und diese in den Atomkernen selber konzentrierte Kraft, die bei der Explosion der Atombombe dann freigesetzt werden kann zu zerstörerischen oder auch konstruktiven Zwecken. Und der Zweite Weltkrieg ist sozusagen diese seltsame Parallelaktion im musischen Sinn, dass die eine Seite aus Gründen, über die ich jetzt lange reden könnte, sich eben in Peenemünde diesen geistigen, nicht bloß technologischen Durchbruch aus Lust zur Sternenfahrt, weil ein Oberlehrer aus den Karpaten, ja, Robert, ja, nicht, Robert, ja. Sich darauf konzentriert, weil das eine Spitzentechnologie des Ingenieurszeitalters ist. Ja? Und in Amerika ist schon Wissenschaftszeitalter angebrochen. Es geht schon weiter. Also Atomphysik ist ja nichts für Ingenieure. Ja. Und beides aber kommt zunächst nicht zueinander. Nein, das ist, kann auch nicht zueinander kommen. Die einen kommen. Haben ein großes Problem, die Waffe zu transportieren in Flugzeugen. Ja? Mhm. Und die anderen haben noch nicht so richtig was abzuschießen. Ja, ja? Hitler gibt selber diesen nicht ganz blöden Rat den seinen Raketeningenieuren. Sie sollten doch wenigstens einen Annäherungszünder reinmachen und reines Amatol, eine knappe Tonne. Dann würden wenigstens 5 Häuser von jeder Rakete in London getroffen, wenn die Explosion stattfindet, nachdem die Rakete, die aus der Stratosphäre herunterkommt, sich 10 Meter in die Straßen Londons reingefressen hätte, wäre die Explosion ein reiner Puff. Aber wenn sie eben 2 Meter oberhalb zündet, mit Annäherungszünder, das war Hitlers Idee, glaube ich, persönlich. In sowas hat sich der Hitler selber eingemischt. Jawohl. Ja. Ganz verrückt. Und das war die beste Ingenieursleistung des Zweiten Weltkriegs in der Eliteproduktion. Die Massenproduktion, Bestleistung war nach dem Urteil von Paul Fussell, University of Pennsylvania, sicherlich die 8,8 Zentimeter. Ja. Flak und die Flak, die gegen Panzer, allgemein. Gegen alles. Gegen alles, was da leuchtet und leuchtet. Schießender Finger. Ja. Ja. Aber genial, wie die Nazis in ihrer Idiotie waren, Gott sei Dank waren sie so dumm, haben sie ja das Zentrum des Denkens, des wissenschaftlichen, mathematischen Denkens einfach verscheucht. Göttingen war die Weltspitze. Da war der größte Mathematiker David Hilbert. Da war die Idee der Turing-Maschine. Denn ohne Hilbert wäre Turing nie auf den Computer gekommen. Da war John von Neumann damals noch Johann von Neumann genannt, weil in Göttingen arbeiten. Deutschsprachiger, jüdischer, reicher Bankierssohn aus Budapest. Vom letzten österreichischen Kaiser geadelt, der Vater, nicht der Sohn. Was hat er erfunden? Woran hat er gearbeitet? Er hat die Quantentheorie erstmal in Mathematik übersetzt. Dann hat er die Spieltheorie erfunden, also ein bisschen geklaut bei Emil Borel. Nämlich die Idee, dass man Kriege wie Schachspiele mathematisch behandeln kann. Theory of Games and Economic Behavior. 1943 erschienen, mitten im Krieg. Und eben am Ende war er der mathematische Kopf für die Explosionskraft, die Dynamik der Atombombe in der Wüste von New Mexico.